Aber der, der ist eine Nummer für sich. Aber auf dem Rücken hat er so ein bisschen Haut sichtbar. Wir müssen ja nicht gegen ihn kämpfen. Also können wir einfach weiterlaufen. Und hinter uns hat sich die Tür einfach geschlossen. Also es gibt auch keinen Weg zurück. Hier haben wir noch ein Tagebuch. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Soldat, letztes Gefecht. Diese armen Soldaten. Sie hatten keine Ahnung, warum sie hier waren. Und sie starben ganz alleine. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja, die liebe Lara fühlt sich hier für alles verantwortlich. Beziehungsweise, auch wenn sie nicht verantwortlich ist, möchte sie alles letzten Endes wieder in Ordnung bringen. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Eine Vase. Hübsch. So, aber einfach nur zur Sicherheit, wie immer. Wir gucken einmal, haben wir einen Fähigkeitenpunkt? Nein, aber stehen kurz davor, hatte ich vorhin schon gesehen. Können wir noch was verbessern? Wir könnten jetzt hier den Schaden verbessern. Die Explosivpfeile gehen leider noch nicht, dafür fehlt uns noch ein bisschen was. Aber ich werde jetzt nochmal den Schaden erhöhen. Bei der Pistole geht nichts. Beim Gewehr ist, glaube ich, nur noch der, genau, Splittergranaten und der Schalldämpfer, der dann noch drauf gehen würde. Aber das sind so meine Hauptwaffen. Also ich benutze Pfeil und Bogen. Die Handfeuerwaffe, die Pistole. Aber das Gewehr ist halt sehr gut gegen mehrere Feinde. Hat eine gute Schussfrequenz. Und lässt sich sehr gut zielen mittlerweile. So. Hier haben wir eine kleine Kiste. Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Noch eine Vase. So. Aber jetzt machen wir das Gitter auf. Und holen dann die. Was ist eigentlich? Ist das eine Glocke? Ich glaube, es ist eine Glocke. Wir holen die noch nach oben. Oder ein Käfig, genau. So. Ich glaube, es macht jetzt keinen Unterschied. Wir können auch gleich wieder das Loch zumachen. Dann passiert uns auch nicht das Missgeschick, dass wir da aus Versehen reinfallen. So, nehmen wir das gerade wieder zu. Zu kurbeln, Lever. Nicht irgendwann vorher auffangen. Einfach zu. So, ist hier noch was anderes außer dem einen Relikt? Und wir haben ja auch den Punkt freigeschalten, wodurch wir einfach andere Punkte auf der Karte sehen. Also, die werden so gelb wie die normalen Hauptmissionen, werden auch kleinere Schätze angezeigt mittlerweile. So. Und macht die Tür auf. Ach nee, ich glaube, sie macht ja gar nicht die
Ja, sie macht uns nicht die Tür auf. Nein. Sie macht uns. Ich muss irgendwie darauf kommen. Das oben drüber auf. Wie kommen wir jetzt? Wir müssen darüber. Das ist gar nicht. Und jetzt müssen wir darüber. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Irgendwas hatte ich vergessen. Jetzt weiß ich es wieder. Wir müssen das Ding trotzdem bewegen. Papa, nein, das war falsch. Das war falsch. Das muss schon gerade sein. Ich übersehe wieder irgendwas. Ich habe irgendwas übersehen. Genau das war's. Es geht noch weiter nach oben. So, schnell kann man was übersehen. Hier ist auch noch eine Kiste. Immer auch Waffen-Updates und Modifikationen. Hier ist eine Schatzkarte, die uns anzeigt, wo was ist. Und so wie es aussieht, ist hier noch was. Es könnte aber auch im nächsten Raum sein. Ein Tagebuch angeblich. So. Und da war nämlich jetzt auch das, was ich übersehen habe. Wir holen uns den Käfig hier nach oben. Können dann okay. Den Sprung schaffe ich. Hier noch hoch. Tada! Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ja. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Also Lara will das nicht. Papa. War cool, genau. Seht ihr es da oben? Jetzt leuchtet. Jetzt leuchtet das Buch, das wir die ganze Zeit übersehen haben. Das freuen wir uns jetzt noch.